Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog von mir. Ich dachte mir, ich vlog wieder. Ihr denkt jetzt, warum kam so kein Video mehr? Ich kann euch verstehen. Ich war nämlich im Urlaub und da wollte, also mit meinem Freund und mit seiner Familie, und ich wollte auch schlecht die ganze Zeit mit einer Kamera rumlaufen. Deswegen habe ich keins gemacht. Aber hier bin ich wieder. Ich mache halt einfach mal einen Vlog. Und ja, das wollte ich, was will ich sagen? Ich habe mir einen neuen TikTok-Account gemacht. Ich schreibe euch hier mal den Namen hin, also wenn ihr den einfach hören wollt, joannamaria.t. Und ich habe mir auch gerade Essen gemacht, einen Toast mit Honig und Milch mit Honig. Und ihr habt auch gerade eine Flasche gesehen, da war Honig dran. Ich habe so einen TikTok-Trend gemacht, dass man Honig einfriert. Ja, und das war einfach so wie Gelee. Aber ja, war ein bisschen unnötig, aber es war auch cool, keine Ahnung. Carlos hat auf jeden Fall davon was gegessen. Und ja, wir waren auch gestern bei Teddy. Ich kann euch gerne die Sachen nochmal zeigen, obwohl ich sie schon überall gezeigt habe. Ich habe einfach ein paar Sticker geholt. Solche. Dann einmal solche. Und solche für ein T-Shirt. Damit möchte ich ein T-Shirt bedrucken. Jetzt fragt ihr euch, warum Sticker? Ich habe eine Bucketlist gemacht, was ich für den Sommer so machen möchte. Und da schreibe ich halt Sachen auf und hake die ab und will die jetzt schöner machen, weil die jetzt sehr schlecht aussieht. Und da habe ich mir noch dreimal Farbe geholt. Einmal so ein Neongrün, ein Pastellpink, rosa und ein Schimmerblau. Dann habe ich mir noch Heißkleber geholt, weil ihr kennt, glaube ich, im Moment jeder diese Heißkleber DIYs. Aber so glitzerbunte Heißkleber. Und dann noch also Modelliermasse. Damit möchte ich auch was machen. Davon habe ich zwei Stück geholt, aber eine andere und die war echt nicht gut. Auf jeden Fall habe ich mir dann gestern Abend auch noch was bestellt. Ich zeige es noch nicht. Ich zeige es euch, wenn es angekommen ist. Es war auf jeden Fall schon viel. Und damit habe ich auch einiges vor. Ja, ich würde sagen, viel Spaß beim Video. Und ich nehme euch jetzt einfach mal durch meinen Tag mit. So Leute, manche haben das auch mitbekommen. Und zwar habe ich ein neues Handy geschenkt bekommen. Ich war ja die ganze Zeit im Urlaub. Und dann habe ich, als ich hier gekommen bin, mein Handy bekommen. Sieht so aus. Das ist ein iPhone 12. Ich weiß, es sieht aus wie ein iPhone 11 wegen der Kamera. Aber das ist ein iPhone 12 in weiß mit 265, glaube ich, Gigabyte, wenn das das war. Und ja, ich sage euch jetzt mal meine Meinung dazu. Die Qualität ist auf jeden Fall 100 mal besser als mein altes Handy. Und das hier ist ja mein altes Handy. Das ist voll dreckig, oh mein Gott. Auf jeden Fall hat das ja hier solche krassen Splitter. Also die splittern auch ab. Ist gerade voll eklig, weil es so dreckig ist. Aber ja, das ist das einmal. Und wartet mal, ich zeige es euch. Okay, was will ich zeigen? Aber zum Beispiel, ich mache ein Foto. Wovon soll ich ein Foto machen? Zum Beispiel von mir. Okay, nee, das sieht schlimm aus, ne? Aber so. Also die Qualität ist richtig schlecht. Die meine Insta-Stories verfolgen, die wissen das auch. Und jetzt guckt euch mal die Qualität. Jetzt guckt euch mal die Qualität von meinem neuen Handy an. Das ist einfach 100 mal besser. Hier, wartet. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendein Bild von einer Blume drin habe. Ja, hier, guckt euch mal die Qualität an. Wie krass besser die einfach ist. Die Kamera stellt gerade nicht scharf. Ist auf jeden Fall voll krass. Und ja, ich liebe das einfach. Und die Batterie, Leute, da ich mache mein Handy in der Nacht, lade ich das auf. Und am nächsten Tag gucke ich, ich gehe so ran am Tag. Und dann haben wir, sage ich mal, 12 Uhr und es ist schon leer. Und das, ich habe seit, glaube ich, vier Tagen? Oder schon fast seit einer Woche, ne? Schon fast seit einer Woche, ups. Jeden Tag, ich lade das in der Nacht auf und es hält jeden Tag bis abends ungefähr 19 Uhr. Dann ist er so ungefähr 20%, aber das ist so krass. Und mich fragen manche, ob ich das empfehlen kann. Zu 100%, ja. Wie gehört zwar ein iPhone 12 Pro, das hat, glaube ich, eine Kamera mehr. Aber ich sehe eigentlich keinen Unterschied halt, außer bei der Kamera. Aber ich finde es auf jeden Fall mega. Das ist eine 10 von 10. Ich liebe dieses Handy, das ist so. Sieht auch so schön aus. Und das hier, ja, ist komplett dreckig. Ups. Ich habe hier auch eine Panzerfolie drauf. Und die Hülle habe ich bei Expert geholt. Nur das Problem ist halt bei der, dass sie, man sieht das halt nicht.
dass die Fummel, also so Fussel anzieht, also so Dreck anzieht. Deswegen muss ich mal gucken, ob ich mir einfach noch eine andere bestelle, eine durchsichtige oder so. Aber eigentlich geht das voll. Und ja, ich bin mega happy damit. Voll lost, aber ich bin jetzt gerade im Garten. Ich wollte euch mal unsere Blumen zeigen, die so schön aussehen. Also erstmal die hier. Die finde ich richtig schön. Und dann müssen wir einmal nach hinten gehen. Das ist auch nämlich eine richtig krasse Pflanze. Ich finde die richtig schön, weil die so meerjungfrauhaft aussieht. Und Leute, ich habe eine kurze Hose an. Also, ja. Die hier. Wie krass sehen die bitte aus? Die sehen halt einfach so meerjungfrauhaft aus. Die Farben, ich finde das richtig schön. Und noch einmal ganz vorne. Und dann will ich euch gleich auch noch was zeigen. Yep. Heute ist das Wetter nicht so gut, es regnet, also der Rasen ist auch komplett nass. Ach so, hier ist die Blume. Ups. Und einmal diese Blumen. Ich finde die voll schön. Auf jeden Fall haben wir gestern ja hier was mit... Das ist das zweite übrigens, was ich geholt habe. Das ist nicht gut. Kann ich nicht empfehlen. Auf jeden Fall hat das mir Carlos geschenkt. Und das hat mir der Mia geschenkt. Oh. Das war ich nicht. Auf jeden Fall, das habe ich gemacht und die werde ich jetzt anmalen. Ich habe damit auch einen TikTok gemacht, das sollte Minimaus werden. Ich habe nichts anderes hinbekommen zu formen. Ich zeige euch die mal. Die haben wir auch gemacht, also die haben wir zuerst gemacht. Das war, glaube ich, vor 3 Tagen. Ich weiß nicht, was es soll. Ich wollte dieses Blaue als ein Augen-Make-up machen. Das sieht nicht gut aus, dann wollten Carlos und Lamia das auch nochmal nachmachen. Die habe ich mit Lamia und Carlos gemacht. Und das hat Lemire gemacht, das oben ist ein Haarband und so, und das hat Carlos gemacht. Genau. Aber ich werde das jetzt erstmal anmalen und ja, mal gucken, ob das was wird. Ich befürchte nicht, aber mal schauen. Leute, was ist das? Ich habe echt keine Nerven dafür, das anzumalen. Und besonders, das ist auch der falsche Pinsel und die Farbe ist auch nicht so gut. Das ist Actionfarbe und es ist einfach nicht gut. Da hat meine Schwester das schon besser gemacht. Das will ich jetzt nicht mehr sehen. Das sieht so schrecklich aus. Oh mein Gott. Als ob das ein Kleinkind gemacht hat. Ich würde sagen, oh mein Gott, das ist so durcheinander. Das kann ich doch nicht zeigen. Oh mein Gott. Ich räume auf jeden Fall mal meinen Schrank auf, wenn ihr wollt, dass ich eine Close, also so einen Kleiderschrank aufräume, zeigen, blablabla mache. Gebt mir Daumen nach oben. Auf jeden Fall muss ich mich jetzt anziehen. Etwas Längeres, weil es eigentlich relativ kalt ist, also es ist etwas frisch. Ich sag mal so eine Schlaghose und ein T-Shirt. Das Ding ist nur, ich weiß nicht welches T-Shirt. Ich muss mich auf jeden Fall jetzt anziehen, weil wir jetzt nach Mörs gehen. Meine Mutter wollte einfach mal ein bisschen rumgucken, einkaufen und ich nehme euch natürlich mit und ja, ich freue mich, dass wir jetzt irgendwas machen. Ich habe mich jetzt noch kurz fertig gemacht. Ich habe einfach eine Schlaghose an und diese Jacke. Falls es zu warm wird, kann ich die Jacke einfach ausziehen. Ich habe nur ein T-Shirt runter und ich habe mich jetzt ganz schnell fertig gemacht. Einfach Haare gekämmt, Augenbrauen gebürstet, Babyhaare weggemacht und Highlighter drauf gemacht und meine Wimpern gebogen. Und jetzt geht's auch schon los. Ich musste mich jetzt doch nochmal umziehen, weil es zu warm ist. Das T-Shirt ist hiervon und die Hose ist von H&M. Und ja. Hallo. Süßer. Oh, warte. Oh nein, ich habe meine Einkaufsliste drin vergessen im Auto. Oh, und jetzt? Müssen wir das wiederholen. Welche? Die einfach? Wir lieben Kirschen, deswegen haben wir Kirschen. Und Frischkäse. Und Leute, das Müsli ist richtig lecker. Das ist richtig lecker und... Wo ist das? Das da. Aber ich glaube, die Marke ist nicht gut. Die wollen Donuts essen. Wir gehen jetzt noch zu Rossmann. Nochmal? Wir gehen jetzt noch zu Rossmann. Ja. Du kannst deine Maske runternehmen. Thank you.
Ja. Ich muss es mal kurz so schön hinlegen, damit es auch irgendwie schön aussieht. Sieht nicht schön aus. Wie soll ich es hinlegen, damit es schön aussieht? Mensch. Das muss aber ein bisschen ästhetisch aussehen, ne? Bisschen hinter den Kulissen. So. Und den dann so. Oh Gott, Leute. Einmal habe ich mir so einen Highlighter bei Rossmann geholt. Von Riva Loves Me. Ich kenne den nicht. Ich habe noch nie was von der Marke ausprobiert. Hier, 01. Falls ihr den kennt, schreibt es mal bei Insta. Oder ich weiß nicht, ob die Kommentare funktionieren. Dann in die Kommentare. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Dann einmal ein Blush von Catrice. Ich habe nicht viel von Catrice. Ich wollte mir erst einen Highlighter holen. Aber ich habe schon einen Highlighter. Und der ist nicht gut. Also ich mache so viel auf dem Pinsel, da kommt nichts drauf. Auf jeden Fall, ja, 020, also 020, keine Ahnung, wie man es ausspricht, ist dieser Blush, der sieht ganz schön aus, da gibt es auch verschiedene Farben, aber ich habe mal so einen genommen, weil da war noch ein rosa, aber so einen habe ich schon von Essence, deswegen habe ich so einen Peachy genommen und dann noch so einen Lipstick, also Lipgloss, Lippenstift von Manhattan, 200, genau, und der soll richtig schön sein. Oh, ich werde den mal ausprobieren und euch dann mal Bescheid sagen, wie ich den finde und auch die anderen Produkte natürlich, das seht ihr dann auf meinem Insta-Account. Weil da fragen mich auch immer ganz viele, wovon ich was habe. Dann kann ich das einfach mal zeigen und mein Feedback dazu geben. Ansonsten waren wir halt 2 Stunden einkaufen. Also ich würde sagen, 1,5 Stunden in Rewe. Der war groß, ja. Wir haben doch einiges geholt. Wir werden heute Pfannkuchen essen. Das haben wir aber schon zu Hause, die Sachen, was wir dafür brauchen. Aber ich habe Joghurt geholt, Kirschen, Früchte. Das mache ich dann heute Abend. Und ich habe auch vor, Mozzarella mit Tomate zu machen. Und ich hoffe, ich glaube, ich habe die Tomate vergessen und ich hoffe, wir haben Tomate. Darauf hätte ich nämlich richtig Lust. Oh Gott, ich hoffe, wir haben das. Ich gucke gleich mal und ich zeige euch das dann natürlich dann auch noch. Und das Wetter ist bei uns immer noch so, naja, also es ist nicht schön, aber es war auch nicht, wie heißt es, kalt. Hätte ich die anderen Sachen angezogen, wäre ich wirklich gestorben. Oh Gott. Falls ihr euch jetzt fragt, was los ist, ich habe gerade 100 Squats gemacht ohne Haargummi, ohne Zopf. Ist dann ein bisschen anstrengend. Ja, aber ich mache heute Abend noch 2 Workouts. Einmal ein Po-Workout, aber halt keine Squats, sondern ein Po-Workout. Und ein 15-Minuten-Workout oder 20-Minuten-Workout. Genau, mir ist so warm. Okay, ich kann schon mal sagen, der Blush ist eigentlich ganz okay. Ich finde von Essence aber besser, weil er besser Dings macht. Der Lippenstift ist nicht gut, weil das einfach nicht zu meiner Hautfarbe passt und der setzt sich vor den Falten ab, also in den Lippen. Und der Highlighter ist eigentlich ganz gut, nur ein bisschen rosa, was ich nicht so feiere, aber ja, der Lipgloss ist auf jeden Fall nicht gut. Ignoriert bitte meinen Hintergrund, da sind meine Hosen, aber ich wollte das jetzt mal ausprobieren, dieses Teil hier. Das kann man ja für hier benutzen. Also man kann hier... Seht ihr das? Dann könnt ihr das kurz sehen. Ich weiß nicht, woher das ist. Ich denke... Gott. Also auf jeden Fall habe ich ja gerade gesagt, ich packe das jetzt mal aus. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, wo es das gibt. Ich denke mal bei Amazon oder so. Ihr müsst einfach mal Rosen... Ihr seht das ja, wie das heißt. Eingeben. Ich werde das jetzt mal auspacken und einfach mal eine Weile ausprobieren, wenn das hier rauskommen würde. Und zwar will ich das mal hier ausprobieren. Man sagt ja, man bekommt dadurch eine bessere Jawline, was ich nicht glaube. Aber man kann es ja mal ausprobieren. Okay, und so sieht... Oh, ist das schwer. So sieht das jetzt aus. Das kann man einfach so machen. Denke ich so rum, oder? Oder andersherum? Nee, so. So, dann kann man das hier so machen. Oh Gott, hier und... So. Ja, so. Ich mache es aber so. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn ich das mal 10 Minuten gemacht habe. Und das mache ich dann jetzt einfach mal. Man sieht eh keinen Unterschied direkt, aber ich kann euch ja einfach mal sagen, wie sie es anfühlt. Und dabei gucke ich halt jetzt, okay, jetzt ist er mein Bruder. Ich gucke dabei jetzt Princess Charming das Wiedersehen. Ich habe das jetzt mal gemacht. Ich glaube, man sieht ja, natürlich sieht man auch keinen Unterschied. Ich habe es 10 Minuten bis 13 Minuten gemacht.
Ich würde sagen, dass das tat auf jeden Fall nicht, wie wenn man das so macht. Nur nach einer Zeit, wenn man das halt öfter macht, merkt man halt. Ich kann es nicht mehr beschreiben. Das ist halt wie so ein Muskelkater, wenn man hier nochmal drüber geht, dann tut es halt mehr weh. Aber es geht eigentlich. Ich mache das jetzt einfach mal jeden Abend, 10 Minuten. Obwohl wir nicht mehr abends haben, aber trotzdem. Ja, also ich weiß noch nicht, ob ich es empfehlen kann, ob es was bringt, aber es tut auf jeden Fall sehr gut. Und ich kann mir vorstellen, wenn man das kühlt, dass es richtig gut ist und auch richtig gut tut. Ich habe mir jetzt so einen kleinen Snack gemacht, sage ich mal. Und zwar einfach Naturjoghurt. Ich weiß nicht, wie die Marke von dem Joghurt heißt, aber ich habe einfach mal eins genommen, was wir, glaube ich, noch nie hatten. Ich hoffe, das schmeckt, weil es sieht auch ein bisschen bröckelig aus, als ob da irgendwas drin wäre, wenn ihr es sehen könnt. Und dann habe ich einfach Kirschen geschnibbelt und das hat echt lange gedauert, weil ich immer den Kern daraus tun musste. Und meine Hände waren dann auch gerade richtig rot, das habe ich aber gewaschen. Und werde das jetzt mal probieren und ich hoffe, das schmeckt. Wir haben jetzt inzwischen schon 6:30 und ich habe mir den nächsten Snack gemacht. Und zwar einmal mal Kirschen und so, ich weiß gar nicht was, das war Pfirsich, Apfel, irgendwas, sowas gemischt. Genau, und so eine Riesensalami, also Leute, oh, da habe ich schon angebissen. Die ist richtig lang. Und die, das werde ich jetzt essen und dabei irgendwas schauen, einfach TikTok oder sowas. Und eigentlich müsste ich auch mal mein Zimmer aufräumen. Ihr fragt euch jetzt, seit wann du alle mit dem Zopf. Ich mache jetzt einen Workout und ich habe daraus gelernt, einen Zopf zu benutzen, weil ohne Zopf, ich schwitze so sehr. Auf jeden Fall, ja, habe ich keine Sportmatte, weil ich glaube, meine Mutter ist gerade beim Sport und hat die Sportmatte mitgenommen. Deswegen nehme ich jetzt einen Feuerwehrmann, Sam-Handtuch dafür. Ich weiß nicht, aber ich nehme das jetzt einfach mal. Und danach gehe ich auf jeden Fall, denke ich mal, duschen oder halt morgen früh, je nachdem. Und erzähle ich dann später was wegen Princess Charming, heißt du? Ja. Ich gucke auf jeden Fall hier mein Workout auf mein Handy und im Fernseher was auf YouTube, weil ich habe immer was dabei zum Gucken, weil sonst ziehe ich es irgendwie nicht durch. Also ich würde sagen, let's go. Ich zeige euch jetzt auch nochmal die Workouts, die ich machen werde. Ich mache so ein Workout, mein anderes. Okay, ja, ich glaube, ich mache mal das Workout. Und, also ja, einmal das hier und das da, das erste, genau, das mag ich mega. Also die beiden mache ich jetzt. Ich bin fertig. Das ging eigentlich, also die kann ich euch echt empfehlen. Und falls ihr es gerade seht, guckt das Video zu Ende und macht dann einfach mal eine Workout. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen motivieren. Hat ein bisschen am Rücken weh, aber geht schon. Ich gehe jetzt erstmal duschen, weil ich voll geschwitzt bin. Und ja, dann mache ich auf jeden Fall mal Skincare und sowas. Ich bin back vom Duschen. Und ich habe so viele Mückenstiche und hier sind so fette Fliegen drin. Ich habe schon 2 gefangen. Aber hier sind nochmal so 3 Stück drin. Auf jeden Fall mache ich jetzt meine Skincare. Und zwar mache ich ja nicht viel. Ich benutze das hier. Ich habe schon 100 Mal gezeigt. Es wird langsam langweilig. Aber ich zeige es jetzt einfach nochmal schnell. Und das hier, die Creme, das war's. Das war's. Auf jeden Fall zu Princess Charming. Also, ich fand's cool. Ich fand nicht, dass es da so viel Drama gibt. Ich dachte, da gibt es viel mehr Drama. Und ich fand die, wie hieß die denn? Ich glaube, wenn ihr das geguckt habt, wisst ihr das, glaube ich, die diese immer überrempelt hat. Also die voll so aufdringlich war, sag ich mal so. Die mochte ich nicht so einfach, weil sie so aufdringlich war. Das war viel zu viel. Aber naja, ne? Elsa dachte ich auch wirklich, dass sie nur gewinnen möchte. Erstmal war sie mein Favorit. Aber dann dachte ich mir auch noch, nur dass sie gewinnen will. Dann auch, dass die jeden da geküsst hat. Fand ich nicht so cool. Und ansonsten die Princess, die fand ich eigentlich voll süß und voll nett. Und auch relativ hübsch und sowas. Also die mochte ich auf jeden Fall. Ich habe schon wieder vergessen, meine Augenbrauen zu rasieren. Das mache ich mal ganz schnell. Achso. Ja, ich mache kurz meine Augenbrauen. Ja, also. Wie hieß die nochmal? Die Lou? Die fand ich immer, die war dann wirklich immer mein Favorit, Lou. Ich fand die so hübsch. Und ich habe mir auch heute das Wiedersehen angeguckt. Und ich muss sagen, falls ihr es schon geguckt, noch nicht geguckt habt dann und gucken wollt, sprüht weiter. Auf jeden Fall fand ich es langweilig, weil die zeigen ja immer nur
Die zeigen immer dann diese wiederholten Szenen. Aber ich habe das ja schon geguckt und ich weiß, was da passiert. Aber ich finde es krass, dass sie kein Paar sind. Ich habe damit gerechnet, dass sie ein Paar sind, weil sie sich auch so die ganze Zeit angeguckt haben, so verliebt irgendwie. Während der Wiederholungsdings zu sagen, ich kann halt nicht gut erklären. Aber ich würde Fazit sagen, war okay. Manchmal echt langweilig. Aber ja, es kommt in der zweiten Staffel und ich hoffe, da gibt es mehr Drama, weil ohne Drama ist es meistens nicht so spannend. Und was ich euch auch noch empfehlen kann für TV Now Serien, vielleicht seid ihr noch nicht mitgekommen und wisst, dass es das jetzt gibt oder angefangen ist, Are You The One? Aber das ist so, hat so ein lilanes Bild, also wenn ihr checkt, was ich meine. Also nicht da, wo die alten Staffeln sind, sondern so ein neues. Da ist zum Beispiel auch Aurelia, Joshua von Love Island, Melina, Salvatore. Ich finde, der ist da irgendwie besser geworden als, ich weiß nicht, wo der war. Ich habe schon so viel geguckt. Aber ich finde den da auf jeden Fall, der ist gechillter und irgendwie nicht mehr so, was heißt cringe, sondern einfach besser als früher. Noch, wie heißt das? Kampf. Ich glaube, das heißt Kampf der Reality Stars. Ich bin mir nicht sicher, wie es heißt. Aber das ist auf jeden Fall auch online. Und da geht's ab. Der Prinz. Oh mein Gott, Leute, da geht's so krass da ab. Das ist nicht normal. Und da ist auch diese Claudia von Promis unter Palmen. Und das ist da wirklich. Da ist Drama. Das müsst ihr gucken. Und ansonsten. Kommt auch bald wieder Sommerhaus der Stars. Auf jeden Fall war es jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben, schaut bei Insta vorbei und auf TikTok. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!